Es wird Zeit auf ein Favoritenvideo. Was habe ich in der letzten Zeit gerockt? Was fand ich so richtig, richtig klasse? Ich zeig's dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir legen los mit den Favoriten, also den Sachen, die ich in letzter Zeit richtig nice gefunden habe. Und es ist ein Podcast, also ich fange ja meistens mit den Sachen an, die ich nicht in die Kamera halten kann, weil sie multimedial sind. Und wir fangen mal mit einem Podcast an von der Bettina Böttinger, die im WDR ja die Talkshow hat. Und ich liebe sie als Journalistin, die ist echt mega gut. Und ich habe ihren Podcast durch David kennengelernt. Den kenne ich ja schon, seit er mal mit Jaco Wuschos zusammen gemacht hat. Das ist ja voll der Paradiesvogel. Und er war zu Gast, sie war zu Gast. Hey, ich muss das andere Pronomen verwenden. In sowas bin ich gar nicht gut. Und in dem Podcast geht es auch um queere Leute. Also jetzt war vor kurzem Michael Michalski. Den mag ich auch mega, mega gerne. Und ich kann euch den Podcast wirklich ans Herz legen, weil er ist so ehrlich. Also anscheinend findet der Podcast in der Wohnung von der Bettina Böttinger statt. Und mit Michael Michalski zusammen hat sie sich darüber unterhalten, weil der auch gedacht hat. Und ich dachte, das ist auch die ganze Zeit gemacht. Das ist eh so eine gestellte Nummer und so, aber anscheinend nicht. Das finde ich mega krass und sie hat anscheinend so einen kleinen Hund, so einen Dackel. Den hörst du am Anfang immer bellen. Ich habe noch nicht alle alten Folgen durchgehört und bin da echt auch noch so ein bisschen dabei. Aber ich liebe diesen Podcast wirklich und er macht mir richtig gute Laune. Ich mag halt die Bettina Böttinger als Journalistin echt gerne, besonders in dieser Talkshow, weil sie einfach diese Gabe hat, so Geschichten aus Gästen rauszukitzeln, und das kann sie halt viel intensiver in ihrem Podcast. Also hört euch den wirklich an. Ich verlinke den euch unten in der Infobox. Sache Nummer 2 ist ein YouTube-Kanal, nämlich der YouTube-Kanal von Per M. Krause. Pierre, sagt man zu ihm? Per M. Krause, so kenne ich ihn. Er ist ja ein bisschen, jetzt kommt sogar der Schwabe raus, im Schwaberländle ein bisschen mehr bekannt, weil er viel im SWR halt auch macht. Und da hat er ja auch diese Late-Night-Show gehabt. Und den YouTube-Kanal von ihm kenne ich jetzt eigentlich gar nicht. Es ist natürlich auch ein SWR-Format, ganz klar. Aber dieses Format, auf kurzer Strecke bekannte Persönlichkeiten zu interviewen, und denen halt echt lustige Geschichten rauszukitzeln, mag ich halt mega gerne. Also gerade die Folge beispielsweise mit Materia war voll geil. Oder mit Danger Dan und der Antilopengang. Das war auch mega lustig. Und was ich echt wirklich gefeiert habe, war Markus Kafka. Markus Kafka ist so eine Symbolfigur meiner Jugend. Der ist DJ und Musikjournalist. Hat früher bei Viva und Viva 2 gearbeitet und dann glaube ich sogar auch bei MTV, aber nagelt mich nicht fest. Das weiß ich nicht mehr 100%. Ich glaube, bei MTV hat er auch gearbeitet. Keine Ahnung mehr, ist ja auch egal. Aber ich schätze den Mann als Journalist selber, als, als Musiker, also als DJ, und ich habe auch damals mir ein Buch von ihm gekauft. Und auch als Typ, der Typ ist halt einfach echt nice und ist mit mir gealtert, das finde ich auch richtig, richtig cool. Und solche Geschichten findet man eben auf dem YouTube-Kanal, falls ihr das nicht kennt, weil ihr nicht in Baden-Württemberg aufgewachsen seid oder so. Per M. Krause ist ja eher so ein lustiger Typ und so, und guckt da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr beispielsweise das von Materia, das ist echt mega lustig. Da haben sie im Suff haben sie abgemacht, dass wenn der Krause verliert, er sich ein Tattoo mit Materia machen lässt. Und zwar dann sein erstes, und das ist so ein Fisch-Tattoo gewesen. Guckt es euch echt an, ich kann es echt empfehlen und ich bin echt gespannt, was da noch für Gäste kommen werden. Ein Buch, was mein Leben so ein bisschen umgekrempelt hat. Es gab bis jetzt nicht viele Bücher, von denen ich das wirklich sagen kann.
Aber das ist tatsächlich das Buch vom Kurt Krömer und allgemein die Person Kurt Krömer, Jess Krömer, gucke ich in letzter Zeit unwahrscheinlich gerne an. Das könnt ihr auch auf YouTube angucken. Und es gibt eine Folge, wo er, also das war vor einem Jahr, exakt glaube ich so am 22. März 2021, sowas um den Dreh rum, also es war so nach meinem Geburtstag. Kann ich mir noch dran erinnern, aber da habe ich es nicht direkt angeguckt, sondern wirklich erst vor kurzem. Und da redet er über seine Krankheit. Er hatte Depressionen und das bespricht er in dem Buch. Und da habe ich mich natürlich exakt wieder gefunden. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass ich Therapien in meinem Leben gemacht habe und aber immer recht krampfhaft mit der Thematik umgegangen bin. Er hat so ein bisschen für mich den Blick auf Depressionen aufgebrochen. Das finde ich total super. Und kann natürlich dieses Buch echt empfehlen, ob es als Hörbuch ist. Ich habe ein bisschen in das Hörbuch reingehört und habe mir erst überlegt, ob ich mir das Hörbuch holen soll oder als Buch selber. Es lässt sich unwahrscheinlich leicht lesen. Ich bin echt keine Leseratte. Ich gucke lieber was auf YouTube an, ich gucke lieber eine Serie an, als wenn ich irgendwie ein Buch lese. Und das hatte ich innerhalb von Freitag gekauft, Sonntag fertig gewesen. So könnt ihr euch das vorstellen, ne? Und wenn man sich natürlich so wiederfindet in der Thematik, dann ist es einfach eine richtig tolle Sache. Und vor allem, wenn so eine Persönlichkeit hergeht und sagt, hier Leute, ich hatte Depressionen und ich hatte sie 30 Jahre lang und mir war das einfach irre peinlich. Tolles Buch, kann ich wirklich empfehlen, wer auch noch in so einem Zwischending lebt, wie ich das jetzt ganz, ganz lange halt einfach gemacht habe, dem kann ich dieses Buch empfehlen. Ich werde das Buch auf jeden Fall nochmals auf meinem Zweitkanal vorstellen, also da wirklich die Augen aufmachen. Kann es empfehlen, hat 20 Euro gekostet, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich bin wieder frisch in Therapie und ich möchte natürlich nicht bei den Leuten jetzt angeben, die unwahrscheinlich lange schon suchen, weil es halt generell normal ist, dass man halt ein halbes Jahr sucht, was einfach gar nicht geht. Und ich hatte halt einfach das krasse Glück, dass ein Therapieplatz frei geworden ist bei einer ganz neuen Psychotherapeutin aus meiner Stadt, die in den gleichen Räumlichkeiten arbeitet. Das ist so eine Bürogemeinschaft wie mein alter Psychotherapeut. Und der hat mir das verschafft sozusagen. Und sie arbeitet zum einen in der Gemeinschaft. Da bin ich auch unwahrscheinlich gespannt, was das mit mir macht. Und zum anderen war meine Aufgabe, fangen Sie ein Tagebuch an. Und so habe ich diese Woche angefangen. Also ich habe mir das dann gekauft und ich fand das halt mega klasse. Das ist ein Leuchtturm, Notizbuch. Und ich fand halt das mit dem Rot, fand ich mega krass. Also nicht die Seiten sind nicht rot, das finde ich ganz normal, aber die Punkte sind auf den Seiten rot. Und eben das hier, gerade in Verbindung mit dem Blau, ich finde das irre und fühle mich echt gut in dem Notizbuch. Ihr wisst ja, ihr habt es so ein bisschen mit Notizbüchern. Es war ein bisschen teurer mit 21 Euro, wenn man sich vorstellt, dass das bedruckte Buch ja 20 Euro gekostet hat und das hier 21. Ist es schon irre, ich weiß. Man muss einen kleinen Knall haben, aber es ist ja für was gut. Und ich bin immer so ein bisschen der Meinung, wenn du mit sowas arbeitest, dann musst du dich zu 100% auch in dem Buch wohlfühlen. Und ich habe erst so die Bücher in die Hand genommen, dachte mir erst so, ah, vielleicht ein gelbes oder vielleicht so ein orangenes, ein knalliges. Habe das alles nicht gefühlt und hatte dann das Blaue mit dem Rot in der Hand und dachte mir, scheißegal, das nimmt Scherz, das nimmt Scherz. Und so habe ich jetzt ein Therapiebuch, in das ich alles reinschreibe, mit dem ich also noch intensiver arbeiten kann. Und freue mich, was da noch alles an Entwicklung passiert. Ich habe echt Pech mit meinen Taschen, aber ich liebe diese Art von Taschen und ich sehe es nicht ein, andere zu holen. Habe ich zum Geburtstag von meiner Mama bekommen. Die ist tatsächlich neu alt. Also, ihr wisst ja, dass ich das meiste Secondhand kaufe und so ist die halt auch Secondhand. Die kosten neu um die 70 Euro und ich habe 20 bezahlt. Sie ist ein bisschen abgebraucht, aber das passt schon. Und die letzte, also ich habe von denen jetzt, das ist die vierte.
Die letzte, die kleine, die graue, die ich da hatte, da ist oben der Reißverschluss kaputt gegangen, aber richtig bescheuert, sodass es sich halt einfach gar nicht mehr gelohnt hat, die zu reparieren. Ich mochte die echt gerne. Ich mochte die wirklich, wirklich gerne, aber die hatte ich auch schon mal. Also das war meine erste und mit der bin ich eigentlich echt gut klargekommen. Und die ist halt irgendwann, ist dieses Kunstleder abgeplatzt oben. Und dann ist halt vorbei mit den Taschen. Ihr wisst, wie das ist, wenn Kunstleder anfängt abzuplatzen. Und da ich immer nur eine Tasche habe, dann gehen solche Taschen halt auch immer echt schnell kaputt. Ich bin nicht so jemand, der da irgendwie ummodelt oder so. Aber die zwei Taschen, die sind schon mega gut. Also das ist kein Leder, das ist Kunstleder. Und die Tasche ist erstens voll geräumig und nicht ganz so schlimm. Ich habe eine schwarze mal gehabt als zweites. Die fand ich, die war wie ein schwarzes Loch. Du hast nichts drin gefunden. Du hast wirklich nichts drin gefunden. Und da bin ich jetzt schon froh, dass ich wieder so eine braune habe. So eine ganz dunkle würde ich echt nicht mehr nehmen, weil so eine Handtasche von einer Frau ist eh schon immer ein schwarzes Loch. Und dann nehme ich noch eine schwarze, die dann auch noch so tief ist. Ja, weil da passt halt echt auch viel rein. Und durch das, dass ich jetzt kein Auto mehr habe, brauche ich halt auch Taschen, wo ich dies, das und Ananas reinpacken kann, um zu überleben. So, das ist meine Jeansjacke. Ich habe insgesamt zwei Jeansjacken. Oder habe ich drei? Ich habe zwei Jeansjacken. Und die ist schon mega nice, weil sie auch Löcher hat und durch die Stickerei dann doch so ein bisschen interessanter ist. So mein Wunsch wäre es noch, ich würde mir jetzt noch eine dritte holen, wenn ich so eine Levi's Jeansjacke bekommen würde, irgendwo gebraucht für einen perfekten Preis. Aber die sind schon sauteuer. Ey. Die sind schon sauteuer. Das ist eine von Esprit. Das ist auch nice, aber das sind halt für mich, ich habe ein bisschen mehr Oberweite Jacken, die kriege ich nicht zu. Das sind halt wirklich nur so Überwurfjacken. Also ich müsste die in XL nehmen, aber durch das, dass Moa so klein ist, habe ich natürlich auch nicht die breitesten Schultern. Wenn ich XL-Klamotten nehme, dann ist diese Naht, wie bei dem T-Shirt hier, hier. Und das sieht halt mega kacke aus. Also da stimmen dann die Proportionen nicht mehr. Also bei mir ist das Größte, was ich tragen kann, tatsächlich L, weil sonst wird es mit den Schultern dann zu groß. Und dann kriege ich so Jacken halt nicht mehr zu. Aber das ist egal, weil Jeansjacken muss man ja dann unbedingt zumachen. Und ich finde halt das mit der Applikation auch mega, mega nice. Auch die ist natürlich gebraucht gekauft, die wie alt neu gekauft. Auch wenn es Food-Sachen hier auf dem Kanal nicht gibt, so wollte ich wirklich mal wieder so meine Club-Mate-Sucht festhalten. Das ist gerade mein Getränk to be. Das war es eigentlich auch schon immer. Ne, also Club Mate ist super nice und ich liebe das. Das ist eine Gemeinsamkeit, was ich mit Kurt Krömer habe, der eben sich auch Mate reinzieht. Ich bin halt jemand, ich mag nicht so knatschsüße Sachen. Also wenn ich mir so Limos kaufe, dann sind die meistens immer mit weniger Zucker und nicht so mega süß. Und ich habe auch so einen Hang dazu, so herbere Sachen zu trinken und das erfüllt halt Club Mate zu 100%. Ich werde jetzt demnächst mal Kombucha mit Mate probieren, ob das dann auch so lecker herb wird. Ich bin gespannt. Das kann natürlich damit nicht mithalten, weil das hat ja nichts mit Kombucha zu tun. Aber es macht halt schon auch fit. Deswegen liebe ich es halt auch. So ein bisschen fit macht es schon. Und I like, das ist so mein Erfrischungsgetränk schlechthin. Und volle Flaschen gibt es bei mir nicht im Haus. Einen ganzen Kasten würde ich mir jetzt auch nicht kaufen, weil das muss ich dann zu regelmäßig trinken. Zurück zur Heilerde. Ich habe jetzt wirklich lang genug mit der Kopfhaut scheiß Probleme gehabt. Ne? Also ihr wisst ja, ich habe ein hormonelles Ungleichgewicht. Und es geht bei mir inzwischen so, dass meine Kopfhaut total rumzickt. Richtig schlimm. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Jetzt inzwischen ist es halt echt so, dass ich keine pflegenden Stoffe mehr in meine Haare reinpacken darf. Das geht gar nicht klar. Ich muss die einen Tag spätestens wieder waschen. Und das soll ich halt gerade eben anhand meiner Hautärztin nicht tun. Ne? Also ich soll das so lang wie möglich strecken. Früher war es bei mir so, ich habe einmal die Woche die Haare gewaschen und meine Haare waren perfekt. Die waren perfekt, wo ich die ganz langen Haare hatte. Oh. So am vierten, fünften Tag waren meine Haare super. Also einen Tag vorm Waschen hast du dann schon mal gemerkt, ah,
Bad Hair Day. Aber einmal pro Woche war super. Jetzt war es eine Zeit lang wieder so, dass ich nur alle 4 Tage meine Haare waschen musste. Also da ging gar nichts. Und hätte ich Heile Erde nicht, müsste ich, glaube ich, jeden zweiten Tag die Haare waschen. Bei der Heile Erde, der Magenfeind Heile Erde, ist es halt so, die saugt halt schon richtig viel auf, ne? Also wenn du zu trockenen Haaren neigst, dann darfst du das nicht nehmen. Also so allgemein zu trockenen Haaren von der Struktur her. Aber das geht bei mir noch vollkommen klar. Das saugt dir halt echt alles von der Kopfhaut. Aber es färbt ein bisschen. Als blonde Person darfst du das nicht nehmen, weil es macht schon leicht gelblich. Aber bei meinem Farbton ist das Jacke wie Hose. Das sieht man überhaupt nicht. Und das hat auch das Geile. Jedes andere Trockenshampoo ist ja leicht weißlich. Die eingefärbten, da reagiere ich allergisch drauf und auf das. Und seit ich das wieder nehme, Kopfhaut perfekt. Ich muss das natürlich drauf machen, ganz klar. Ich habe es auch jetzt wieder drauf. Aber Kopfhaut perfekt. Kopfhaut perfekt. Und ich wasche jetzt heute, also morgen, zum ersten Mal wieder am 5. Tag. Weil ich schon das letzte Mal gemerkt habe, oh, meine Kopfhaut geht's gut, das ist alles echt kein Ding und so. Also das Lovos Heilerde kann ich euch wirklich, Magenfeind kann ich euch wirklich für die Kopfhaut empfehlen. Das rockt wirklich. Ich habe ein neues Deo und dem Deo würde ich auch gerne ein eigenes Video schenken, weil ich bis dato eigentlich für meine Deos immer Werbung gemacht habe. Das ist ein Natural and Strong Deo. Das vermittelt ein bisschen den falschen Eindruck. So, ich dachte erst, da sind keine Duftstoffe drin, weil ich bin jetzt nicht duftstoffallergisch, aber ich versuche auf Duftstoffe doch schon so weit wie es geht zu verzichten. Das hier hat schon Duftstoffe. Das riecht mega gut. Gott sei Dank. Das hat so einen tollen Duft, so leicht cremig, aber auch irgendwie süßlich und dann aber auch so leicht zitronig und so. Also, ich liebe das. Ich habe das bei mir im Dance gesehen und habe mir gedacht, das nehme ich jetzt mal mit. Also, was steht da drin? Bio-Ginseng soll da drin sein. Aber das hat, glaube ich, wenig mit dem Duft an sich zu tun. Das kann ich echt empfehlen. Das habe ich jetzt auch schon ein bisschen ausprobiert. Schweiß kommt keiner durch. Wenn es jetzt Hochsommer ist, kann ich natürlich nicht drüber reden. Das habe ich jetzt noch nicht so lange. Deswegen möchte ich es auch noch ein bisschen testen, um euch dann zu sagen, ah, das könnt ihr schon auch mal ausprobieren. Lavera gibt es zwar im DM, aber das Deo hier habe ich da noch nicht gesehen. Meins gibt's, also meins habe ich jetzt aus dem Dance. Den Sundrops habe ich ein eigenes Video geschenkt. Und diese Geschichte feiere ich echt. Es ist kein ideales Produkt, versteht mir nicht falsch, ne? Also es hat Duftstoffe, es hat Mika und man soll auf Mika, wenn es geht, schon auch verzichten, weil das halt eben auch abgebaut werden muss. Und wenn du es dann in einem Produkt hast, wo du es eh nicht siehst, ist dann schon scheiße, muss man sagen. Ich liebe die Konsistenz. Ich feiere die Konsistenz und bei mir auf dem Gesicht funktioniert das wie eins. Weil normalerweise das ist schwierig bei mir. So diverse Cremes, gerade Sonnenschutz, wirkt bei mir schon recht schnell speckig auf der Haut. Wenn du die entsprechende Menge auftragen möchtest, da ist halt immer eine Speckschicht auf dem Gesicht. Und das ist auch nicht immer schön. Und das habe ich hier nicht. Deswegen feiere ich das so. Deswegen war das für mich auch interessant, trotz der Duftstoffe, trotz dem nicht ausreichenden Sonnenschutz, weil das sind nur 30 und im Hochsommer möchte ich das nicht tragen, ganz ehrlich. Da wird das auch kein Thema mehr sein. Da wird es hoffentlich auch leer schon sein, weil du brauchst halt schon relativ viel von dem Produkt. Aber ich mag's. Ich mag die Konsistenz und es sollte mehr Sonnencremes oder Sonnenschutzprodukte geben, die eben die Konsistenz haben. Aber mit einem höheren Lichtschutzfaktor. Das wäre echt nicht schlecht. Ein Parfum und das ist die 022. Jetzt weiß ich gerade nicht, für was die 022 steht. Da merkt ihr halt, mir sind die Namen dahinter an sich eigentlich egal. Ich habe ein Video drüber gemacht. Ich weiß es tatsächlich nicht auswendig, wenn ich ehrlich bin. Mavie Bell ist es, glaube ich. Bin ich aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe die jetzt echt mega lange getragen.
Glaube, Lancôme La Vie est Belle, das ist, glaube ich, ja. 100%, ich weiß es nicht, aber die 022 halt einfach. Und das habe ich jetzt ganz lang getragen gehabt. Das habe ich rausgeholt, das ist relativ neu. Und das ist ein Parfum, was ich wirklich gerne wahrnehme. Vor allem, wenn es älter ist. Also nicht, wenn ich es frisch aufgetragen habe, sondern das mag ich, wenn es älter ist. Kennt ihr sowas? Also wenn so ein Parfum, also ein Duft schon gearbeitet hat und dass die 022 einfach prädestiniert dafür und nachkaufen muss ich das eh nicht. Also keine Frage, aber das ist momentan so mein Lieblingsduft, zu dem ich halt wirklich, wirklich gerne greife. Eine Sache, die ich schon super lange trage und wo ich glaube locker schon 5 oder 6 Stück verbraucht habe, ist das Waschstück von Isana. Gibt es für einen kleinen Preis unter 1 Euro, lass mich nicht lügen, kostet es 99 Cent oder weniger. Kann ich echt empfehlen. Kleines Manko ist, es ist leicht beduftet. Ne? Es ist ein ganz leichter Duft drin. Aber ich mag tatsächlich die von Isana mehr als das von Balea. Mag das Balea-Waschstück nicht so gerne. Und habe insgesamt, glaube ich, jetzt 3 Stück hier oder so. Spricht für sich. Aber die werde ich auch aufbrauchen. Das ist so mein Standard-Waschstück. Das liebe ich einfach total. So, letztes Produkt habe ich noch kein eigenes Video geschenkt. Das kommt aber noch. Peeling Cleanser von Balea. Finde den mega gut. Er ist definitiv nicht so wie das Produkt von No. Das Produkt von No finde ich noch einen Ticken besser, muss ich sagen. Aber das kann echt auch gut mithalten. Und hier ist AHA und PHA drin. Ist natürlich für Leute, die so ein bisschen empfindlicher sind und Säure noch nicht gewöhnt sind, ist es natürlich eine Sache, geht vorsichtig mit sowas um. Auch wenn es jetzt in der Drogerie steht und die Hinweise noch nicht so ganz ausreichend sind. Man braucht für so ein Produkt Sonnenschutz. Und wenn man noch keine Erfahrung damit hat, nicht gleich auf volle Pulle gehen, sondern wirklich einschleichen. Einmal pro Woche, einmal am Tag ausprobieren. Am Abend ist am allerbesten, weil wenn deine Haut dann krass reagiert, dann musst du nicht mit einer roten Haut den Tag über rumlaufen. Also wirklich einmal pro Woche erstmal ausprobieren und gucken, was die Haut so sagt. Und ich mag das Produkt echt und könnte mir auch vorstellen, dass ich es nachkaufe, weil es ist ja jetzt kein Problem, gibt es bei DM. Nice Sache. Was sind deine Favoriten der letzten Zeit? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Und falls du mehr zum Thema Buch von Kurt Krömer wissen möchtest, dann guckst du auf jeden Fall mal auf meinem Kanal Minimalistisch Intuitiv Vegan vorbei. Da gibt es fast jeden Samstag einen Livestream, falls du da auch mal Bock hast. Am Samstag um 10 Uhr ist es meistens immer. Und ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.